Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop aus dem WinLab. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit einem 3D-Drucker direkt auf Textilien drucken könnt. Das grundlegende Verfahren, was wir heute ausprobieren wollen, ist, dass wir einen 3D-Druck starten, mehrere Schichten auf die Bauplattform drucken, den Druck dann pausieren, ein Stück Stoff einlegen und fixieren auf der Heizplatte und dann den Druck fortsetzen und zum Abschluss bringen. Wir müssen dabei verschiedene Dinge berücksichtigen. Das ist zum einen die Stoffauswahl, also welche Stoffe eignen sich, um direkt auf ihn raufdrucken zu können. Dann müssen wir die bestimmten Voraussetzungen an das 3D-Objekt auswählen, die gegeben sein müssen, damit das Ganze am Ende funktioniert. Wir müssen uns die Einstellungen im Slicer genau anschauen, was da zu berücksichtigen ist. Und zum Schluss noch die Einstellungen, die wir am Drucker vornehmen müssen. Schauen wir uns nun einmal an, welche Stoffe sich eigentlich eignen, um sie mit einem 3D-Drucker bedrucken zu lassen. Die besten Stoffe zum Bedrucken sind leichte, offene und damit halbtransparente Gewebe. Diese ermöglichen es, dass das verwendete Filament des Druckers durch den Stoff und durch diese feinen Löcher im Gewebe durchdringen kann und sich somit durch den Stoff hindurch miteinander verschmelzen kann. Zu geeigneten Stoffarten gehören beispielsweise Organza. Organza ist ein einfach gewebter Stoff, der papierartig und steif ist. Er ist viel stärker als Tüll oder Netz und hält dem Tragen als Kleidung stand, franzt aber aus, sodass alle Kanten beim Vernähen Nahtzugaben benötigen. Dann haben wir noch Netz oder Tüll. Netz ist ein bauschiger, etwas festerer Stoff als Tüll, bleibt aber unter den richtigen Umständen relativ unsichtbar. Dann haben wir hier noch eine Baumwolle. Baumwolle eignet sich erstmal auf den ersten Blick nicht sonderlich. Sie ist sehr dick und fest und der 3D-Drucker kann mit dem Filament nicht durch die Faser hindurchdringen. Ich verwende heute zum Drucken das Filament aus PETG. Dieser thermoplastische Kunststoff ist vergleichbar einfach zu drucken, ähnlich wie PLA, ist sehr einsteigerfreundlich und zudem relativ geruchslos im Druck und erfordert wenig spezielle Add-ons für den Drucker. Die Schmelztemperatur von PETG liegt bei 200 bis 230 Grad. Ich habe heute diese Farbe ausgewählt, das ist Glow in the Dark PETG, und bin auf das Ergebnis gespannt. In dem browserbasierten 3D-Konstruktionsprogramm Tinkercad habe ich dieses 3D-Modell erstellt. Bei der Wahl des Objektes für den Druck auf Stoff ist es wichtig, die Bewegung des Stoffes zu berücksichtigen. Es sollte ein Modell gewählt werden, das aus vielen kleineren Teilen besteht, anstatt aus einem großen Block. Zwischen den Teilen sollte ausreichend Platz sein, damit sich der Stoff auch noch gut bewegen kann. Ich habe einzelne Rauten hier erstellt und diese dann entsprechend vervielfältigt. Ich werde dann hier über die Funktion Export das Modell exportieren und für den 3D-Druck entsprechend vorbereiten. Hier kann man es dann als STL-Datei abspeichern. Anschließend öffne ich das Slicing-Programm von BCN 3D Cura und werde dort meine erstellte 3D-Datei öffnen. Hier sieht man dann, wie mein 3D-Modell auf der Bauplattform angeordnet ist. Ich wähle nun die Einstellungen aus, die ich für den Druck verwende. Zum einen möchte ich das Modell mit dem rechten Extruder drucken und wähle hier in dem Programm entsprechend den rechten Extruder aus.
Was ich noch berücksichtigen muss, es gibt verschiedene Grundeinstellungen, die man in dem Programm hat. Ich drucke heute mit dem Sigmax, der hier oben in den Voreinstellungen zu finden ist. Wir wählen nun das Material aus, das wir heute verwenden möchten. Da haben wir uns für das Filament aus PETG entschieden. Das stellen wir hier entsprechend in den Einstellungen ein. Als nächstes hier kann man sehen, Hotend, die 06er Düse ist verbaut, ist hier auch in den Einstellungen drin. Danach kümmern wir uns um die Drucktemperatureinstellungen. Da haben wir hier einmal die Printing Temperature, die ist hier auf 235 Grad eingestellt. Das sind die Voreinstellungen, die wir bei unserem Sigmax-Profil hinterlegt haben. Daran ändern wir für unseren Druck heute nichts. Allerdings müssen wir bei der Bauplattformtemperatur eine Einstellung vornehmen. Da sind 85 Grad Celsius voreingestellt, wie es beim normalen 3D-Druck verwendet wird. Und wir stellen aber heute für unseren 3D-Druck auf Textilien 30 Grad Celsius ein. Die anderen Einstellungen, die hier im Profil hinterlegt sind, können so beibehalten werden. Wir können dann auf Prepare drücken. Und dann wird uns eine Vorschau gezeigt. Mit 38 Minuten gibt er hier an. Es werden 6 Gramm Filament verbraucht für unseren Druck. Dann drücken wir noch auf Save to File und speichern unsere Datei auf der SD-Karte, mit der wir dann gleich zum Sigmax-Drucker gehen. So, wir starten jetzt hier direkt unseren 3D-Druck auf Textilien. Wir drucken heute mit unserem Sigmax-Drucker. Ich habe dieses Filament ausgewählt für den Druck. Das ist Glow in the Dark PETG, also nochmal so ein besonderer Effekt mit dem Nachtleuchten. Dann verwenden wir diesen Organza-Stoff, der sich sehr gut glatt auf der Bauplattform befestigen lässt, und so ein Blue Tape Klebeband, was wir verwenden, um den Stoff auf der Bauplattform zu fixieren. Hier wähle ich an unserem 3D-Drucker über das Touch-Display die Funktion Print aus, scrolle dann runter zu der Datei, die ich auf der SD-Karte abgespeichert habe, wähle diese aus, gehe auf Akzeptieren und muss dann einmal noch über die Settings dort kontrollieren, ob der richtige Extruder und auch die richtige Temperatur eingestellt ist. Hier kann man es nochmal sehr schön sehen. Rechter Extruder auf 235 Grad Celsius eingestellt und die Bauplattform auf 30 Grad. Somit ist hier alles korrekt eingestellt und ich kann den 3D-Druck direkt starten. Ihr seht nun hier im Zeitraffer die Aufnahme des 3D-Drucks. Der Extruder druckt zunächst die ersten 3 Schichten des 3D-Modells direkt auf die Bauplattform. Danach wird der Drucker pausiert. Ich lege dann hier den Stoff auf die Bauplattform und fixiere den rundum mit dem Blue Tape. Wichtig ist, dass es wirklich ganz glatt auf der Bauplattform aufliegt, der Stoff, dass es dort keine Huckel an den Kanten gibt, dass der Extruder dort nicht gegenfährt und den Stoff mitreißt. Also darauf ist wirklich zu achten, dass das ganz fest und an allen Seiten gut fixiert wird. Danach wird der Druck wieder fortgesetzt und hier werden dann die restlichen Schichten auf den Stoff direkt weitergedruckt.
Sobald der Drucker fertig ist, kann ich hier das Blue-Tape-Klebeband lösen und den Druck vorsichtig mitsamt des Stoffes von der Bauplattform ablösen. Ihr könnt sehen, das hat super gut funktioniert. Der Stoff lässt sich gut ablösen und der Kunststoff, also das PETG-Filament, haftet hervorragend beidseitig an dem Druck. Die Beweglichkeit des Stoffes ist gegeben, trotz des Kunststoffdruckes. Das liegt hier an den kleinen Abständen, die ich zwischen diesem Rautenmuster bei der Konstruktion berücksichtigt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen Inspiration finden. Wenn ihr Lust habt, so etwas selber auch mal auszuprobieren, dann freuen wir uns, wenn wir euch bald bei uns im BinLab an der Technischen Hochschule in Wildau begrüßen dürfen. Hier seht ihr nochmal abschließend das Ergebnis von unserem heutigen Workshop. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut gerne auch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!